wie so ein Computerspiel, ne? Ist das für ihn. Ja. So. Ist das verrückt. So Dating-Simulator-mäßig. Genau, genau, richtig. Ah. Ja, Chef Strobel ist sogar bei Hinge gesperrt worden. Das ist eine App, wo man Leute zum echten Daten kennenlernen soll. Und dann hat Chef Strobel so viele Leute kennengelernt, dass da irgendwas nicht richtig sein kann, dass er gesperrt worden ist bei Hinge, ja. Ist verrückt. Ja, ist doch so, Chef Strobel. Erzähl die Wahrheit. Was? Ja, also guck mal. Ja, das ist, du bist als Certified F-Boy bei Hinge gesperrt worden. Das, ja, also der Grund ist Tatsache, dass die App, also wie Revi sagt das wirklich, die App ist wirklich dafür da, dass man wirklich nur auf Ernst daten soll. Und wenn du einmal nicht auf Ernst daten solltest, wirst du dort gesperrt, ja. Und das hast du gemacht? Ja, weil ich mich wieder getroffen habe und dann kein ernsthaftes Interesse hatte. Hä? Ekel, oder? Das ist crazy, ne? Guck mal, die Leute flüchten schon vor ihm auf eine andere App und dann ist er trotzdem da. Bro, das ist krank. Naja, ich habe es auch damit geschafft, auch wenn ihr schlafen gegangen seid, Revi. Lass mich nicht hier unterkriegen von dir. Doch, lässt du. Und lässt du schon die ganze Zeit, Chef Strobel. Seitdem du im Channel bist, lässt du das machen. Was für eine Touristenführung, G-Time? Genau, erzähl mal. Paul, jetzt ist G-Time weg. Och Mann, wie doof! Er wollte mich zu einer Touristenführung einladen. Ja, die machen wir gleich noch, Chef Strobel. Wir werden dir bestimmte Dinge in Minecraft zeigen, die du noch nie gesehen hast. So. Aber jetzt kann ich hier draußen nichts mehr spawnen. Jetzt funktioniert die Eisenfarm. Super. Bro, ganz kurz. Wenn du sowas erzählst, am besten dann in einem eigenen Channel oder einfach muten, ja? Nee, ich wollte das extra nochmal laut sagen, ja, weil du hast mich so krass dran gehindert. Ist echt gemutet. Was ist ein Gammler? Wie ist so ein Gammler? Junge, unsere Eisenfarm geht jetzt auch nicht ab. Warum habt ihr das gemacht? Habe ich nichts getan. Was denn? Ich kann dir das ehrlich gar nicht beantworten. Ich fand es einfach nur witzig. Das war mir so klar. Ich habe so gekämpft, die ganze Zeit irgendwelche Zombies ranzubekommen. Wir haben gestern eine Eisenfarm gebaut mit 48 Villagern. Und 48? 4, 6, 8 Zombies. Du glaubst gar nicht, wie scheiße das war. Okay, das ist auch krass. Weil immer irgendjemand schlafen gegangen ist, obwohl wir es 10-mal geschrieben haben. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber du hast es heute abgekriegt. Das ja, einfach das ist halt Ventil, einfach so, sagst du? Du warst das Ventil. Ich baue jetzt noch eine Creeper-Farm. Muss ich mal kurz gucken. Bitte sag, dass hier kein Savannenbiom mehr ist. Das war auch das Bitterste gestern. Hey, die spawnen Katzen nicht? Nee, wieso? Doch, die spawnen immer. Du kannst sie ja auch, glaube ich, hinsetzen und auch mit der Leine irgendwo befestigen. Also. Ich habe versucht, gestern einen zu fangen, die ist dann gespawnt. Oh, dann vielleicht doch. Vielleicht, wenn du sie nicht gezähmt hast? Ja, ich wollte sie ja zähmen. Ja, dann wahrscheinlich so. Sorted, ich bin wieder da. So, Chef Strobel. Ja, was gibt's? Na Mensch, was belastet dich? Ich muss jetzt eine Creeper-Farm bauen. Das belastet mich. Was musst du? Eine Creeper-Farm bauen. Gemacht hier. Warum? Weil wir Gunpowder brauchen. Wer ist denn wir? Trimax hat den Auftrag gegeben. Kriegst du dafür Geld? Meine 30 Subs. Okay. Krass, ja, das ist Kleingeld für dich. Für Max machen die Leute nur noch was, wenn die Subs kriegen inzwischen, ne? Er bietet Felika, es aber auch direkt an. Felika hat auch gerade 5 Subs von mir bekommen, dafür, dass mir. Eigentlich ist das alles viel kürzer gegangen. Ihr habt ihre Arbeitszeit verlängert. Chef Strobel.
Wenn ich dir geholfen hätte, hätte ich niemals 5 Subs gekriegt, weil ich kein Mädchen bin. 100%. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was passiert hier? Chef Strobel, das stimmt. Das ist so geisteskrank. Es ist so fuck. Rede, Gitam, rede. Digga, wir installieren eine Freecam. Menschen, sind das, ey. Wie geht das? Spark? Oh nö. G-Time, wir machen eine Freecam rein. Das ist eine Mod. Gebannt. Wie geht das? Kannst du mir die geben? Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Brauchst du die für deine Windmühle? Ja, ich muss mal Castcrafter kurz fragen. Moment. Was gibt's zu essen? Och, wie heißt das nochmal? Das ist bald geschafft, ey. Skier. Ich habe heute erst 900 Kalorien. Und gleich das Abendessen hat nochmal 450 oder so. Und deswegen muss ich 500 Kalorien noch zusätzlich irgendwo reinkriegen. Und jetzt habe ich mir nochmal 300 Gramm Skier gemacht, weil 100 Gramm haben irgendwie 64 Kalorien. Wieder mit meinem Lemon Cheesecake Flavor. Und Walnusskern drinne. Ich liebe das. Oh, ich bin schon wieder meinen leckeren Skier am Essen. Skier? Gönn dir. Guten. Skier mit Walnusskern. Geschmack? Ich bin am Abnehmen, Chef Strobel. Echt? Ja, ich hab schon 20 Kilo runter. Holy shit. Hey, wie schnell? Seit 3 Monaten bin ich dran. Weißt du, was ich echt vermisse, G-Time? Was denn? Kochen? Deine Bolognese. Holy shit. Aber dein Gulasch, oder war das Gulasch, was du damals gemacht hast? Mhm. Das war auch krank. Holy fuck, war das krass. Ja, ich muss sagen, das war immer mein Highlight auf der Laden. Also da hat G-Time immer richtig abgefeuert in der Küche. Warum läuft der jetzt zurück, ey? Ein Highlight auf der LAN-Party. Ich will keine alten Kamellen rausholen, waren Rumatras Spätzle. Wo es einen riesen Skandal drumherum gab. Was für ein Skandal. Trimax zieht gerne die Leute auf. Ja, es gab auch damals. Wir waren gewesen, so wie jede LAN-Party. Max geht dann mit uns in den Laden und sagt dann so, yo, ihr könnt euch mitnehmen, was ihr wollt, das muss für eine Woche reichen. So. Mhm. Und Romatra hat die ganze Zeit gepusht, ich mach voll die geilen Spätzle, ich mach Spätzle. Ich werde richtig geile Spätzle machen. Der meinte dann die ganze Zeit auch so, G-Time, du musst mal meine Spätzle sehen. Dann hat er im Laden fertige Spätzle gekauft und geriebenen Käse und Muskatgewürz. Dann habe ich gesagt, Romatra, was sind das denn für Spätzle? Ich habe gedacht, du machst die selber. So, und das war schon der Fehler von mir, dass ich das im Beisein von Trimax gesagt habe. Denn die logische Konsequenz des Ganzen ist, Max fand das ultra lustig und hat sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Und irgendwann ist dann Romatra der Kragen geplatzt an der LAN-Party. Oh. Aber so Basic-Essen kann doch auch übel geil sein. Läuft der denn jetzt hin? Auf jeden Fall. Ich musste auch damals. Du hast damals noch Langosch gemacht, weißt du auch, dass er doch auch durchgedreht. Voll geil! Ja, aber es Langosch. Ist halt. Voll, ja, kennst du Langosch? Boah, ja, auf ja. Wer heißt das nochmal? Auf der Kirmes gibt's das ultra oft. Ja, Weihnachtsmärkte, genau. Weihnachtsmärkte. Genau, halt. Im Norden ist das nicht so verbreitet wie im Süden. Und dann habe ich das gedacht, komm, ich mach das. Aber, du brauchst ja Öl, beziehungsweise der Teig muss ja schwimmen. Mhm. Und dann ist Max durchgedreht, als ich das in der Lage gemacht habe. Und der ist einfach durchgedreht. Als du vom Nachbar die Gewürze geliehen hast. True, true. So ein älteres Ehepaar bin ich halt rüber, weil der hatte keine Gewürze. Dann ist er ausgerastet, weil wir hatten ihn da 3 Tage lang. Und ich soll die Gewürze zurückbringen. Der ist so rumgeflippt deswegen. Ach, das war geil. Das waren wirklich noch geile Zeiten. Boah.
okay. Geh mal bitte alle pennen. Bist du krank? Ich? Ja. Gute Besserung. Danke. Gute Preise. Warte mal ganz kurz. Ist eigentlich in jedem River mittlerweile Drowns? Hier sind ja schon wieder welche bei mir. Ja, die können nahezu überall, glaube ich, jetzt mittlerweile im Wasser spawnen. Verrückt. Ich bin die ganze Zeit mit Sperren abgeworfen. Bitte geht schlafen. Und moin Saskia, alles gut? Also wenn ihr jetzt nicht schlafen geht, das wäre das Geisteskrankeste. Boah, das war so lecker, Leute. Ey, ich bin so satt. Ja, aber legst du mal hin? Ey, ich bin so neben dir am Liegen. Du müsstest meinen Atem in deinem Nacken spüren. Ja, ist auch geil. Ist aber wie so eine schöne Sommerbrise. Weil wir liegen hier so hab in Löffelform, das glaubst du gar nicht. Steh ich drauf. Weil jetzt, wo man jetzt schlafen gehen sollte, geht keiner schlafen. Das ist verrückt. Das ist halt wirklich crazy. Chef Strobel, sag mal bitte, die sollen nicht schlafen gehen. Ich schwör's dir, dann würden die direkt schlafen gehen. Test das mal. Schreibt mal, Leute, geht bitte nicht schlafen. Warte ganz kurz, ich schau mir gerade ein Tutorial an. Schreibt mal bitte, liege wie. Nice. So, jetzt geht wieder Villager holen. Da geht's. Mal wieder schlafen, let's go. Ist einfach rausgegangen. Ja, jetzt sollte ich auch schlafen gehen. Bro, ich hab hier geht's zwei halt. Leute mit einem Dreitag. Was ist das denn? Hast du mal die Chance, dass sie das droppen? Na, zu null, ne? Boah, der Song ist so wenn geil. Wenn zwei rauskommen, unterhalten die sich halt einfach die ganze Zeit. Das ist so. Hast du einen Lava-Eimer, Kip? Lava-Eimer, kann ich noch schnell holen gehen mal? Kill mal einen von. Ich hol jetzt mal einen, dann können wir die verbrennen. Warte mal, der hat sich hier den. Verbrennt Job sie! Gesteckt. Verbrennt sie alle! Ja, warte mal, ich brauche aber noch welche, ne? Ich warte bin mal der ganz irre kurz. König. Boah, wie viele Speere da unten sind. Soll ich mal so gleich zu Revi gehen und bei dem total durchdrehen? Alter, jetzt steht da hinten ein Komposter, deswegen läuft er einfach an den Arsch der Welt. Ich kacke ab. Ist das scheiße. Warum steht hier ein Komposter? Ich dreh durch. Ich zieh mir auch noch vorher einen Goldhelm an, dass ich so eine Krone habe. Und dann raste ich einfach nur bei dem rum. Verbrennt sie alle. Ich mach dann einfach mal genauso aufgedreht, wie Revi immer ist. Also 1:1. Hallo? Moin. Moin. Chef Strobel. Was? Gerade nicht. Pass auf, Kevin? Ja. Ich hab gestern die AGBs nicht gelesen für 30 Minuten. Ja, doch. Kevin, ich brauche gleich mit deiner Hilfe bei dem Windrad. Was brauchst du da für eine Hilfe? Wie viel Level hast du gerade, Kevin? 25. Kannst du mir was verzaubern? Ja, klar. Ja, Mann. Geil. Das wäre so toll. Chat, Full HD-Stream gibt es auf Level 15 Hype Train. So ein Ding. Ziemlich dumm. Meine Güte. Chef Strobel? Was dann? Könntest du es lassen? Ich hab Husten. Ja, aber nicht hier. Ach, der Arme. Chef Strobel, es reicht jetzt mit deinem. Ich hätte am Wochenende nicht nach Köln fahren sollen. Ich hab nicht geducht, Levi. Alles gut, ich tu mein Bestes, um weit weg von dir zu sein. Ruhe.
Scheiße. Chef Strobel, das reicht jetzt. Nein, die. Dann muss ich es so machen. Das hier ist doch dann der zentrale Block. Der hier, genau. Setzen wir den einen runter, dann machen wir den nämlich hier hin. Mal so. Muss halt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen ein Hakenkreuz baue. Scheiße. Ja, Bro, wirklich, Alter, ich baue sogar Windraten, das ist so gefährlich. Ich habe mal in der Schule so ein Mühlenblatt gemalt. Und da hat die Lehrerin meine Mutter in die Schule geholt. Weil meine Mühlenblätter, hat sie gesagt, das sah aus wie das Kreuz von der deutschen Einheit. Ja, super. Und da ist meine Mutter voll ausgerastet. Ich meinte, der Junge weiß doch noch nicht mal, was das ist. Ich habe einfach so typische Mühlenblätter gemalt und die halt schwarz ausgemalt. Du hast richtig Ärger dafür bekommen, ne? Nö. Also von der Lehrerin habe ich Ärger bekommen. Aber ich habe überhaupt nicht gerafft, was sie von mir wollte. Ich muss mir meine Krone machen, Leute. Ja, Mom. Ich weiß das nicht mehr, Sascha. Das war, glaube ich, in der 4. Klasse oder in der 3. Dankeschön, das bedeutet mir wirklich sehr viel. Mal gucken, was die Zeit so bringt. Freundschaft und Liebe. Jo. Alter, was baut der da? Junge. Traue ich das jetzt nicht abzubauen, nicht, dass Revi stirbt. Dann rastet der Kopf. Kevin, ja? Ich bin hier, Revi. Guck mal. Oh mein Gott! Ah! Hast du das Buch bekommen? Nee. Guck mal, ich bin der irre König. Verbrennt sie alle! Verbrennt sie alle! Soll ich die Krone jetzt aufpassen, oder wie? Bitte? Ich checke. Ja, und ich habe einen Lava-Eimer, deswegen bin ich der irre König, weil ich die alle verbrenne. Ich glaube, es ist soweit. Leute. Was denn? Ich hab die Farm repariert. Alles fertig. Stimmt das? Oha. Ey, das ist ja richtig hoch hier, ne? Ist ein Windrad halt, ne? Muss in der Höhe stehen. Ja, ich teste mal. Was denn? Alter, mit Fässer Falling 4 macht das gar nichts aus. Ja, ich brauch die unbedingt, Alter, sonst dreh ich gleich durch. Ich mach dir das so ready jetzt. 1, 2, 3, 4 sind es, glaube ich. 1, 2. Ah, falsch.
So. 1, 2, 3. So, und du hast jetzt die Farm ready soweit, Zander. Ja, die müsste jetzt laufen. Jetzt gerade, also kann sein, dass jetzt noch eine Nacht. Boah, dann können wir endlich anfangen, hier alles drumherum so erstmal ein bisschen schön zu machen, glaube ich, oder? Brauchst du nur das Stufe 4 Buch oder hast du mir auch Schuhe gegeben? Ah, nee, ich hab, ich bräuchte dann auch die Schuhe dazu, ja. Du hast gerade normale Diamond Boots, ne? Ja. Die müssen viel länger. Ja, länger werden sie auf jeden Fall noch. Ich guck mir jetzt dein Ergebnis an, Zander. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass wir noch eine Nacht warten müssen. Alter, die läuft so krass. Zwei Golems wieder. Ich komm hoch, es sind zwei Golems auf einer Seite. Ja, das sind so aber krass mit den Golems. So wie die Golems da in die Mitte gehen. Ich habe noch nie so viele Golems gesehen. Unfassbar. Da sind wieder zwei gespawnt. Zwei fallen Kevin, jetzt runter. Ich da die ist Schuhe einer gespawnt. Ich komme jetzt zu dir. Ich bin auf dem Weg zu dir. Jetzt sind vier Stück gespawnt gerade. Schrecklich, schrecklich, Digga. Schrecklich. Hier auf der Seite ist. Hier sind wieder zwei. Alter! Oh, einfach Water wieder. MLG gemacht. Komm mit. Ich muss noch komplett verzaubern. Hier, warte. Ich brauche noch Unbreaking und sowas im Mending drauf am besten. Ach so, okay, ja, dann müssen wir die Bücher holen. Ja, das wir einmal komplett machen, weil sonst ist mir zu Film, Alter, wirklich. Ich habe jetzt nur 12 Level. Ich kann jetzt keinen Protection oder so mehr groß holen noch. Ja. Wir müssen mal gucken. Ich guck mal, dass ich morgen Vormittag dann, Diamond Equipment weiter vorbereite. Ja, easy. Junge, wir haben so viel Eisen. Holy shit. Kommt da jetzt sehr jetzt viel? Gleich ist Chat ein bisschen länger, dann geht's for real gut bitte klar. Bitte nicht schlafen, schreibt Dr. Banks. Okay, alles ihm klar. Den Wünschen der Craft Attack Gemeinde nachzukommen, ist für uns die höchste Priorität. Ja, ist wirklich so. Okay, hast du crafted? Achso, warte. Guck mal hier, nimm mal die. Ich hab schon Schuhe verzaubert gerade. Wenn es noch ein bisschen länger ist, links und rechts, Chat, noch bam bam, dann geht's no joke klar. Dann finde ich's gut. Dann baue ich davon noch zwei Stück. Der untere wenigstens das letzte Blatt müsste weiter nach unten. Verstehe ich nicht, was du willst. Verstehe ich nicht, was du willst. Ja, noch einer schreibt viel zu kurze Flüge. Bruder, ich hab doch gerade gesagt, ich baue die länger. Was willst du denn? Mann. Moment, kommen wir mal wieder. Hä, wer redet hier? Hallo. Hab ich Knockback? Damit ist cool. Zander, wieder. Gehört, Kevin? War es das jetzt du mit deinem Stimmenverzerrer oder war das jetzt dein Sohn? Nein, mein Sohn war das. Der hat gerade gesagt, Kevin ist cool. Ja, danke. Damit ist cool. Geh, Elias. Ich bin komplett überfordert gerade. Ich brauch noch ein Buch. Quatschkopf.
Okay, du Quatschkopf, verschwinde jetzt. Du Quatschkopf. Verschwinde jetzt. Jetzt hast du die Craft Attack Teilnehmer fertig gemacht, verschwinde jetzt. So, nicht anders. Chef, komm, Gruppe, schreibt Trimax. Ja, ich geh kurz rüber. Nein, lass dich nicht, lass dir das nicht gefallen. Er hat noch nicht mal bitte gesagt. Doch, er will doch schon wegen der Farm was folgen. Ich hab gerade Knockback getradet, ich Idiot. Müsst du auf jeden Fall jetzt noch ein Filtersystem bauen? Mhm. Ja, wir machen erstmal jetzt im nächsten Step, glaube ich, ein bisschen schön hier drumherum, ne? So, ich habe jetzt alle Kisten leer gemacht. Also da ist jetzt kein Eisen mehr drin. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 3 Stacks Ironblöcke und 42 Ironblöcke. Also 3 volle Stacks und dann nochmal 42 Eisenblöcke. Okay, das ist krass. So, und jetzt stehe ich hier unten und warte mal, diese Poppies, die schmeißen weg. Sollen wir die kompostieren oder wegschmeißen? Besser wegschmeißen. Ja, ja, die schmeißen wir weg. Weg mit dem Mist. Ja. So, und dann stehe ich jetzt mal ganz gut hier. Gleich. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, Leute. Wir schauen jetzt mal, wie die Farm abgeht. Okay, da kommen aber, ich sehe das schon, da gehen die ganze Zeit Iron Golems rein. Guck mal, hier kommt der nächste. Also guckt euch das mal an, in was für einer Geschwindigkeit da Golems kommen, Leute. Das ist halt wirklich gestört, ne? Wir haben halt die mächtigste Eisenfarm auf dem Server. So muss das sein, Leute. Leute, übrigens, wir müssen gleich für eine gewisse Zeit aus Craft Attack raus, ne? Heute um 18 Uhr holen wir ja bei Trimax das Showcase nach. Danach gehen wir aber wieder in Craft Attack rein, keine Sorge. Okay, ich werde jetzt meine Schaufel nutzen, um damit ein bisschen Dirt erstmal zu besorgen und wieder die Fläche ordentlich zu machen. Wobei, wir müssen auch noch Bäume abbauen, ne?
Ich mach das passende Lied zur Situation, zu der Channel-Situation, die hier gerade herrscht, an. So. Passende Song zur Channel-Situation. Oh, hier ist der noch. Da war noch einer. Okay, hier kann ich jetzt gut abbauen, glaube ich. Autsch. So, und runterbauen wieder hier. So. Jetzt tun wir erstmal hier ein bisschen noch weiter die Bäume abbauen. Thank you.
So. Hallo, Spark, bist du kurz da? Oh, ja, ja. Ey, kann es sein, dass es einen Bug gibt mit Lava? Ich muss mir schon sagen, was genau? Also, ich hab die Eisenfarm gebaut, die ich jedes Jahr baue. Mhm. Und ich mache über die Slabs die Lava. Mhm. Und sobald die sich aber ausgebreitet hat, steht der Eisengolem in der Lava und kriegt kein Damage mehr. Ich versteh's nicht. Nö. Also bist du da gerade vor Ort? Schätzprobe, da hast du reingeschissen, muss man so sagen. Ich hab 1:1 wie in einem Tutorial gemacht. Also wenn du gerade vor Ort bist, kann ich mal kurz zum Admin-Mode vorbeigehen, falls das sollte eigentlich keine Server-Setting oder sonst was sein, aber... Ich bin bei minus 1000, minus 782. Ja, da finde ich dich, da kann ich mich einfach zu dir porten. Ja, okay. Aber... ich nutze meine Admin-Rechte wieder aus. Spark of Phoenix, das werde ich Revinzeit melden jetzt. Das kannst du machen. Nee, also wenn es eine Frage an den Admin ist, wo ich gucken muss, wenn es was Serverrelevantes ist, dann machen wir das und dann schauen wir. Ja, ich verstehe es nicht. Ja, ich bin bei dir, ja? Bist du bei mir? Also ich bin bei dir. Siehst du mich? Ich sehe dich. Okay, also guck mal, ich beschütze die Lava. Ja. So, wenn die jetzt fließt, dann brennen die. Also die sterben jetzt noch, warte. Aber wenn die soweit jetzt steht, jetzt geht die kein Damage mehr. Also jetzt brennen die ja nur noch. Die kriegen ja kein Damage mehr in der Lava, aber warum? Ja, warte mal, brennt das auch aus? Also hören die auf zu brennen nach einer Weile? Ja. Schau, der steht jetzt in der Lava drin. Ja, das ist actually interessant. Ich habe 1:1 mit Pommel gebaut. Also ich kann halt immer nicht Dinge ausschließen, die vielleicht durch, also jetzt nicht Vanilla sind und die durch irgendwas anderes hervorgerufen werden, sei es über Plugin oder sonst was. Ich weiß nicht, ob das da irgendwas tut. Ja, siehst du ja, steht ja in der Lava drin, die müsste ja eigentlich Damage bekommen. Also ich sag mal so, die Ursache, dass er rausfinden, warum das so ist, ist jetzt schwierig, weil ich halt Earlys Plugin nicht kenne, was er so alles macht da, aber das ist ein bisschen seltsam, ja. Aber es kann ja den Babu-Planks liegen, oder? Das ändert ja nicht die... Nein, der Kopf von dem ist garantiert in Lava drin, also... What the fuck? Das hatte ich noch nie. Also ich kann ja von der Seite sehen, dass der komplette Head da drin ist. Weißt du, was hier mit deinem Stream? Ich komm mal ganz kurz raus hier. Aber Sabix hat es nicht geschafft, Chef Strobel hat es nicht geschafft. Ja, okay, wie geht's Niki? Der ist bestimmt auch krank. Moin. Ja, der hat es auch nicht geschafft. Moin! Hey, Tita, was geht? Moin, Max. Ich habe gehört, du hast eine hübsche Eisenfarm. Ja, ich würde aber gerne wissen in Zahlen, wie viel Eisen du brauchst, bevor ich irgendetwas weiteres kommuniziere. Das rechne ich dir ganz einfach aus. Ja. 14... mal 64 Hopper brauche ich. Ein Hopper ist 5 mal 5. 4400. Auf Server ist wie viel Eisen drin? Ja, so 5000. Erstmal. 5000 Eisen. Durch 9 ist ein. 9 Eisen ist ein Block, ne? Ja. Also 550 Blöcke. 550 Blöcke? Also Eisenblöcke. Ja, das geht. Machbar, ne? Das wären so 8 bis 9 Stacks Eisenblöcke bräuchte ich. Leute. Die Farm von Chef Strobel ist Arsch. Die funktioniert nicht. Die Farm von Merle ist klein und wird immer ausgeklaut und die Farm von Chef Strobel funktioniert nicht. Das Nein, die ist Arsch. Wirklich, wirklich. Die ist scheiße, kacke, blöd. Die Frage ist aber, und jetzt müssen wir nämlich intelligent spielen, wie viel Eisen brauchen wir langfristig? Ach, du brauchst also, das weißt Eisen du? Und dafür hat Chef Strobel die Eisenfarm gebaut. Nein, der wollte so, aber...
Also ich kann dir jetzt schon ein Stack Eisenblöcke geben und 8 ja. Eisenblöcke. Und heute Nacht stelle ich mich AFK an unsere Farm, weil die geht jetzt auf Hochtouren. Dann hast du morgen alles direkt. Morgen bin ich weg, ich bin auf der Podcast-Tour. Ja gut, du wirst das ja heute nicht alles jetzt auf Schlag brauchen, oder? Stimmt. Also ein Stack wäre erstmal geil. Okay. Wir sind in 45 Minuten sind wir da, ne? Mhm. Gut. Okay. Du wohnst neben Chef Strobel, ne? Ich wohne bei... Wieso? Nee, Chef Strobel wohnt bei mir. Chef Strobel hat gar kein Haus. Okay, ich habe vorhin Chef Strobel gefragt, der meinte, ja, Max wohnt hier bei mir. Was? Er wohnt bei mir, er hat noch nichts hier gebaut. So eine Scheiße. Okay, dann... Molta, dankeschön. Unbedingt ein Autocrafter. Der eine Bambusfarm ohne Autocrafter ist so arsch, dass man das immer wieder per Hand machen muss. So musste man das letztes Craft-Attack machen. Das will ich eigentlich nicht mehr. Yo. Yo. Yo, Mann. Moin, moin. Sag mal, Kevin, hast du gerade die Kisten leer gemacht beim Eisen? Max hat gefragt, ob wir ihm Eisen geben können. Er braucht 10 Stacks Eisenblöcke. Habt ihr die zusammen? Nee. Wir haben jetzt 1 Stack Eisenblöcke. Ich hab noch 1, 2, 3. Also ich hatte vorhin schon 1 Stack Eisenblöcke, aber irgendwer hat das komplett reduziert. Ich habe eigentlich hier extra AFK gestanden, um zu gucken, wie viel Output der da ist, um da das ist hochzurechnen. Da war fast jetzt 1 Stack Blöcke gerade schon drin. Der will mich trollen, ne? Nee. Das ist ja crazy. Eisen und Holz ist so wertvoll in Minecraft. Das nervt, ne? Ja, wir können das gerne gegen Dias tauschen, 1:1. Ich habe keine Dias und 1:1 ist zu viel. Ich bevorzuge... Okay, 2:1. 2 Dias, 1 Eisen. Ich bevorzuge... in Subs zu zahlen. In Subs? Mhm. Oh. Das kommt meistens ganz gut an. Ja, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Was ist denn da so deine Vorstellung? Hm. Ein Stack Eisenblöcke. Ah, ich brauche ja mehr, aber ich weiß nicht, wie viel. Das Ding ist, ich habe zwei. Ich darf bei Merle die Farm mit benutzen. Das ist von der GHG-Crew und die von Chef Strobel. Die von Chef Strobel ist relevant. Die von Chef Strobel ist noch übertrieben. Unfassbar Arsch. Also unsere macht 7000 Eisenbarren die Stunde. Okay. Macht die auch wirklich oder ist das so eine Rechnung, wenn du alleine auf dem Server bist und... Nee, macht die wirklich. Oh, okay, krass. Hey, dann ist ja nur eine Stunde, oder? Dann ist das... Okay. Also, die muss eine Stunde laufen. Das ist ja dann ganz gut. Fünf Subs pro Stack Blöcke. Ja, das hört sich gut an. Hört sich gut an, ne? Ja. Schön. Aber ihr müsst es auch immer vorbeibringen. Ich bin schon unterwegs. Ich bin gleich da. Du musst mir gleich nur sagen, wo genau du ungefähr bist. Gut, dann bin ich mal kurz eben AFK. Gut, mal kurz. Gleich. Bis gleich. Wo war Chef Strobel seine Eisenfarm?
Sebo, wenn du irgendwo Ohr siehst, bau das mal nicht ab. Ich habe Silk Touch, ich würde das gerne mit Silk Touch abbauen, weil ich die Blöcke brauche. Mhm. Danke. Gut geantwortet. Ja. Was ist los? Nichts. Was ist bei dir los, Sebo? So, Max. Gar nichts. Ja, ich Stunde, dich. Arbeitsbeginn. Ich habe die Farm selber gefixt, obwohl Spark und Fabo da waren. Ich habe es geschafft. Jetzt geht sie? Sie geht vollautomatisch jetzt. Aber wenn man da nicht AFK steht, dann geht sie ja nicht, ne? Man muss da AFK stehen. Nee, du kannst hier auch vorbeilaufen und die Dings laden, die Chunks. Dann läuft sie die ganze Zeit parallel. Hast du gesehen, wie viele Eisengurps da unten drin standen? Mhm. Also läuft sie die ganze Zeit, wenn du hier in einem Berg bist. Mr. Trimax. Dr. Triox, moin. Ja. Aber was ist, wenn sie nicht mehr geht? Das ist Gerdi, das. Normalerweise würde ich jetzt einen Spieler bezahlen, wenn er eine Farm. Malte, dankeschön für 24. Molta, danke für 5. Und Dark Snake für 19. Digga, ihr macht hier einfach im Hintergrund einen Hype-Train, ohne dass ich was richtig mitkriege. Was soll das, Leute? Sein und die funktioniert jetzt, bis Craft Attack endet. Chef Strobel. Bis Craft Attack endet ist krass. Ja, warte, das ist ein krasser Call. Warte ganz kurz. Krasser Call. Ja. Also, Autocraft-Server, die Honig-Farm war toll. Ich komme nach ja, oben. Bist du bei dem kleinen Häuschen? Hey! Brot ist nice und knusprig. Cam-Accounts laden Chunks. Wo muss ich hin? Hm, hörst du? Nee, machen Sie nicht, machen Sie nicht, machen Sie nicht, machen Sie nicht. Machen Sie nicht, machen Sie nicht, wir labern das hier. Also das haben wir letztes Mal schon probiert. Da habe ich mich Kim fragen wollen, ob er sich einfach mit seinem Tomata-Cam hinstellen kann und die laden keine Chunks. Lordaeron, danke für 11. Alter, was geht hier ab? Ich kann erinnern an diese, okay, an diese Goldfarm, die wir gebaut hatten, die so die Picklins so in die Overworld schickt. Ja. Hat nicht funktioniert mit Cam-Accounts. Ja. Okay. Sag mal, Max, dass diese Farm jetzt durchläuft, dass jetzt Aber wo geht. Ist Cheetah denn? Ich bin beim Häuschen. Max, bei mir. Ich sag dir, diese Farm läuft durch. Okay, gut. Bis aber Ende vom Craft Attack. Was heißt bei mir? Er ist hier bei der Farm, bei der Eisenfarm. Das ist doch meine Fresse. Ja, komm, wie schön die Golems da reingespült werden. Lass das doch einfach im Hintergrund laufen, mach da ein paar Kisten drunter. Auch wenn du League of Legends spielst. Ja, mach ich auch. Ich baue jetzt auf die Gunpowder-Farm. Ja, lässt sie da beide schön laufen, dann ist doch super. Wo baust du die hin? Die ist da, wo ich dir gesagt habe. Siehst du, hast du schon minus 1260 freigeschaltet? Also siehst du das schon? Dass, da sieht man gerade den Kreis, den ich schon gebaut habe für die Farm. Ich glaub dir. Ja. Vylando, where are you? Kommt hier auch deine Farm? Ich hab gerade Sachen abgelegt. Ja, ich glaube, vielleicht baue ich hier irgendwas hin. Dann, ja. Na, ich tu mir das mal markieren, dass du hier bist. Ja. Wenn ich noch die Gunpowder-Farm habe, dann werde ich mich dann hier was bauen. Ist echt geil, läuft beides parallel. Alter. Das ist gut, Chef Strubel. Lecker, das ist sehr, sehr lecker. Das, hat das schmeckt uns. Danke. Danke, Max. So richtig schön flutschig im Mund. Ich finde ne? aber auch richtig geil, dass du gar keine Hemmungen hast, das einfach so mitten im Stream zu machen. Naja, ich bin seit über einer Woche krank. Ich war, ja, dann haut sie hoch, Digga. Digga, eigentlich bin ich durch dich viel kränker geworden. Das Cap hat mich richtig genommen, Junge. Du warst doch vorher schon krank da reingekommen. Ja, genau. Und dann hat es aber da hat sich ja verzehnfacht. Verzehnfacht? Übertreib mal nicht, Digga. Lach nicht so hässlich. Ja, nö. Jo, Alter. Wie kann man am besten Sachen transportieren? Mit einer Ender-Chest? Ja. Was heißt transportieren? Ja, wenn ich jetzt so 6 Doppelkisten Matt oder Sand ja, bringen möchte. Ja, das Schalker-Box ist das Beste. Ja, also du kannst eine Ender-Chest kannst du mitnehmen immer. Scheiße, das ist echt wenig, ne? Das ist nicht viel, ne. Viel ist das nicht. Okay, dann baue ich da schon mal ein Zwischenlager unten. Das ist, glaube ich, das Smarteste. So. Und Rumatra, du bist auch hier hinten in der Nähe? Ja, ich baue gegenüber vom Hub. Also da beim, zwischen Feister und Wichtiger baue ich. Ey, wer baut hier dieses auf Jahr? Wasser das? Ist das Stegi? Das ist Stegi. Alter, der baut wieder sowas Japanisches? Das weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall in so Kirschblütenmäßig. Stegi baut was Japanisches, Revi baut ein Schloss und dann haben wir es auch eigentlich schon. Und Kars baut einen Würfel. Und dann... Hey, ich baue eine Höhle. Ja. Ja, okay, ich komme jetzt zu dir, Rumatra, gegenüber vom Spawn.
Zu mir? Ja, ich will gucken. Gegenüber vom Spawner, also, aber da bist du ja voll weit weg von denen, oder? Nee, ich bin bei. Nein. Bei. Ja, also, weißt du, wo das GHG-Hub ist? GHG-Hub? Ja, im Westen vom GHG-Hub. Ist das da hinter Stegi seiner Base direkt das? Genau da, wo dieses Potsäul ist. Und das, und dieser Pilz. Ja. Oh nee, Romatra, nächste Reihe. Oh nee. Davon im Westen. Ich habe bis jetzt nur den Grundriss markiert. Ja, ich will mir nur markieren, wo du überhaupt wohnst. Ja, da ist ein Grundriss. Siehst du, das ist so ein. Im Moment könnte man sagen, das sieht ein bisschen aus wie. Ja, weiß ich nicht. Also wenn du vom Westen vom GHG abläufst, dann ist da so ein Grundriss markiert und da sind so 6 Kisten auf dem Boden. Bist du direkt neben den Cherry Blossom Biom? Oder in der Nähe? Nee, nicht genau. Ich bin bei, also minus 1100, minus 1100 ziemlich genau. Oh, warte mal. Minus ein Creeper Farm. Minus 1100. Hier ist ein Drowned mit einem Trident. Hast du Looting? Leider nicht. Scheiße. Ich auch nicht. Wir hatten einen Looting Villager, der ist gestorben. Dann bin ich gestorben und dann war alles weg. Jawohl. Ich hab den Clip von dir gesehen. Ja. Was war denn das? War da los? Hart, das war wirklich hart. Ich habe auch heute meinen allerersten Tod durch Veni bekommen. Der hat eine Falle bei Max in der Wohnung aufgestellt. Hast du gehört, Max? Ja, wie assi. Ich bin durch deine Tür gelaufen, ich wollte mich schlafen legen, weil ich am Bauen war. Und dann war da so ein TNT, was so runtergegangen ist, dann bin ich in die Tiefe gefallen. Dann war es das. Egal, dafür habe ich Villager bekommen für die Farm. War okay. Rede mal nicht so viel, bitte. Nerv mal nicht. Nein, alles gut. Gamla, was hat Romatra gerade gesagt, Leute? Eisen. Minus 1100? Minus 1100, oder was? Nein, das ist niemals Romatra. Minus 850, minus 850 ist Romatra. Okay. Ja, dann bin ich ja ein bisschen zu weit, ne? Da muss ich jetzt erstmal noch mal ein bisschen hier, da muss ich jetzt erstmal hier lang. Heute ist der Showcase bei Max, ja. Ja, ist ja schon, wenn die Farm funktioniert, ist echt also sehr, sehr gut. Die funktioniert. Dann speichere aber auch mal was, okay? Wie? Was heißt denn speichern? Variax, dankeschön für den Follow. Ja, speichern irgendwie. Wir haben doch jetzt Autocrafter, oder? Wir können die auch einfach dann zu Dings craften lassen, zu Eisenblöcken. Zu Blöcken. Ja, ja. Hey, aber speicher das. Es kommen Leute und klauen das. Trimax. Deine Mission ist jetzt quasi, dass ich Eisen bekomme und dann kriegst du was. Aber wenn jemand das klaut, es weg ist, der Chunk nicht lädt, dann bringt die Eisenfarm ja nichts. Verstehst du das? Ja, safe. Aber wer klaut denn hier? Wer klaut denn hier? Ja, ist doch krass. Dann fange ich auch an zu klauen. Hä, ich dachte, das ist verboten. Was? Wie? Wo? Ja, wer hat wo was es geklaut? Ist verboten. Wer klaut denn? Weiß ich nicht. Die Leute sind jetzt Romatra jetzt Eisen raus. Ist das denn geklaut? Boah, nö, ihr seid ein Bündnis. Ja, ich weiß, der gehört zu uns. Ja, guck. Du, G-Time. Dann haben wir aber kein Eisen. Verstehst du, was ich meine? Ach so. So meinst du das. Wieder, Romatra, du gehört, du hast kein Eisen nehmen. Nee, das war jetzt ein... wow, du bist ja krass. War, ja, war doch ein Witz. Alles gut. Ich weiß nicht, wie viel Eisen du überhaupt brauchst. Crazy viel, Chef Strobel. Speicher es, lass es laden, versteck es, behalte es, liefer es aus. Ja, hast du einen Autocrafter da oder ist der schwer zu machen? Ich habe noch nie einen Autocrafter benutzt. Ich weiß, die sind schwer zu benutzen, sehr schwer zu benutzen, finde ich. Sebo, ich würde auch wirklich gerne wissen, wo das Hexenhus ist, bitte. Ist das, ich bin tatsächlich selber am überlegen, ob ich das benutze jetzt. Wie bei viel? Redstone wurde du darfst gebufft. Es gerne mit benutzen. Fällt es so schwer, einen Autocrafter zu benutzen oder sie zu machen? Weil dann würde ich das drauf trainieren, dass der den Dings macht.
Du willst einen Autocrafter trainieren? Also halt den einstellen. Ich hab gesehen, man muss die einstellen. Du hast trainieren gesagt. Was ist das denn hier für ein Loch, was hier entsteht, Max? Hier muss die Farm rein, weil die ist überirdisch zu hässlich für die meisten Menschen. Hey, Bro. Für die meisten Menschen ist krass. Sag doch einfach, sie ist hässlich. Ich finde sie schön. Also hat sich dein Vorsatz, dass du keine großen Farmen bauen willst, jetzt doch geändert? Naja, ja, ich wollte keine haben, aber wir sind 24 Spieler bei der GHG Crew und 24 Spieler weinen seit Tag 1, dass wir kein Holz haben für Sticks, für Emerald Trades. Wir haben kein Holz für Kisten, wir haben kein Holz zum Brennstoff, wir haben kein Holz für Pisten, für Hopper. Keiner hat Holz und alle weinen seit Tagen. Dann meine ich, okay, ich nehme mir von euch Eisen, ich nehme mir von euch XP, ich will dem Team auch was beitragen, dann kümmere ich mich um Holz. Und ich mache dann, glaube ich, auch direkt einen Holzshop. Checkst du? Ah, okay, also du machst so einen Bambus-Shop quasi. Genau. Okay, und das hier ist jetzt Rumatra, oder wie? Ich weiß nicht, wo du bist. Nee, also nicht neben dem. Ich bin nicht neben dem Loch. Ich bin ein bisschen umgezogen. Weil ich gehört, weggezogen? Nicht weit, so 100 Blöcke vielleicht. Ach so, das geht ja. Ja, ich bin jetzt halt direkt neben dem. Ich bin jetzt links von dem GRG ab einfach. Direkt links vom GHG Hub. Warte, dann war ich ja fast in der Nähe gerade. Also Westen, nie ohne. Ja, Westen. Also ich habe da gerade ein Grundstück gesehen, da stand ein Beacon mit Diamondblöcken und allem. Nee, das ist auf keinen Fall Rumatra sein. Das eher Basti GHG ist. Nee, das ist. Genau, das ist. Also Feist hat einen Beacon mit Diamondblöcken oben und Basti hat auch eins mit Diamondblöcken. Und ich bin unter Feister quasi. Also jedes Mal, wenn ihr Rumatra so gesehen dazu bringt, auf die Map zu gucken, legt er seine Arbeit nieder. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Leck mich mal nicht so ab. Ja, echt, ey, lass dir mal. Ich habe so lange auch keinen Bock mehr. Dann haben wir's fertig. Oh je, die gucken mich hier alle irgendwie so an, als wenn ich hier, glaube ich, ein Eindringling wäre. Rumatra, ich muss ganz schnell zu deinem Haus kommen. Das ist kein Haus, aber ja, es ist bei minus 1000 immer minus 1000. Ich glaube, ja, ich habe dein Grundstück gefunden. Okay, ich stelle mich hier zwischen die Kisten. Wo ist das Haus? Es gibt kein Haus. Ach, soll ich das jetzt abholen? Ich dachte, Max holt das ab. Was denn? Max holt das ab. Nee, ich bin jetzt nur gekommen, um dein Haus einzutragen, also wo dein Haus entstehen wird. Ach so, ja. Ja, da wird mein Haus entstehen, ja. Okay. Wo wird das sein? Bei minus 1100? Und minus 1100 sogar, ja. Aber ja, genau, wenn der jetzt so eingetragen hat, kann er auch kurz scheren. Warte mal. Das wird sehr geil. Ich glaube, das wird wirklich cool aussehen. Dann ist das nordwestlich von uns, oder nicht? Okay. Wo seid ihr genau? Weißt du, wo die Menschen ist im Dark oder so? Wo? Die Menschen im Dark Oakwood, kennst du die? Nein. Aber share mal gerne kurz einfach. Das ist jetzt share mal gerne G-Time. Jetzt share ich dir unsere Base. Waypoint Code Base at Base G-Time. Ah, da oben seid ihr, nordwestlich. Zeig mal. Ah ja, das ist ja voll nah an uns, hä? Das ist ja gar nicht weit weg. Ja, so 1300 Blöcke ungefähr. Da sind wir mit Revi und allem, wir sind die OGs. Geil. Habt ihr auch einen eigenen Tag? Ja, habt ihr, OG, geil. Die Iron Golem Farm, die läuft auf jeden Fall. Na!
Ich freue mich, wenn nächstes Wochenende Elytra endlich da ist. Ja, von mir aus hätten wir das auch. Das Ding ist, man kommt auf den Server und alles ist eh schon voll Netherite, ne? Dann ist so, und dann. So, ja, das ist super weird. Man muss aber auch dazu sagen, Romata, das sind aber auch alles die Leute aus deiner Truppe gewesen, ne? Ist so. Ja, ja. Ich hab Kyle von Netherite. Ich sag so, wie es ist. Ich fühle den Call, dass wir einfach mal eine Staffel Craft Attack direkt im Livestream eröffnen und starten. Ja, hundertprozentig. Ein einziges Mal zumindest es mal ausprobieren. Fände ich auch immer noch geil. Ich glaube, es würde einfach gar keinen Unterschied machen. Das ist erst doch, ich glaube, dass das einen riesen Unterschied macht. Alleine für die Zuschauer vom Feeling. Ja, auch so der Gebiete-Claim und so, die Klopperei. Ja, ja, die Klopperei im Gebiete und so, das alles positiv zu haben. Was ist mal für ein komisches Geräusch hier? Ich war auf Toilette gerade. So. Sauber. Das ist, wenn ein Wizard gespawnt wird. Ah. Was ist niedrigster Step? Minus 55 oder so? Nee, minus 60? Ja, ich glaube, ja, ungefähr minus 60. Haben wir es doch fast geschafft hier. Das sieht gut aus. Ja, ja, wir haben es gleich. Was macht ihr schon? Ihr baut ihr schon wieder ein Loch? Okay. Ja. Jo. Man muss quasi, also man muss Minecraft, man muss eigentlich Mörlöcher bauen. Ist das so? Wenn du große Bauten willst, die maximal groß sind, musst du zum Boden. Wenn du was super hohe Farm bauen willst, musst du zum Boden. Wenn du was verstecken willst, musst du im Boden. Das ist das Stichwort, oder? Ja. Boden. Verstecken. Was musst du verstecken? Eine Farm. Warum sieht die nicht gut aus? Die meisten Leute finden, sie sieht nicht gut aus. Sie passt nicht rein. Du siehst das anders? Ich finde sehr gut. Ich finde das sehr gut. Ja, aber wenn jetzt hier irgendwie alle so ein... Weiß ich nicht, wenn die jetzt hier sowas wie ein Olymp bauen oder ein japanisches Dorf und sowas und hier sind auf einmal 50.000 Glasblöcke und Pistons und Notenblöcke und Observer, dann passt es nicht rein. Das stimmt schon. Max ist eher der Effizienzgetriebene. Ja, ich finde sogar echt auch, dass eine Farm toll aussieht. Schön mit Leimglas und so und alles Funktionen, alles gleich und alles symmetrisch. Finde ich toll. Mit den Lichtblöcken, damit der ganze Bambus auch wächst. Nina, danke schön. Liebe geht raus. Ich glaube, Stinky hat nur so einen Schrein gebaut. Ich glaube, der baut hier gar nicht sein ganzes Gebäude. Ich glaube, der hat einfach nur einen so einen Schrein gebaut. Ja, kann sein. Oder baut er hier sein ganz... Das ist ja gar nicht genug Platz, oder? Ich bin ja Romatana. Wenn es jetzt nicht klappt, dann raste ich aus. Was soll klappen? Warte kurz. Die Farm, ich dachte, die klappt schon längst. Wo ist Romatra gerade? Dings ablegen. Nein. Mein Inventar ablegen. Reise, Leute. Den Deep Slate. Zum Bauen das, später. Oh, das zählt eigentlich. Bitte. Das ist keine Arbeitszeit, ne? Das ist keine Arbeitszeit. Also, dass du mir deinen Rücken fällst, ist krank, Sebo, ne? Noch nie, aber ich lasse das gehört. Du hättest vorhin zu der Notdienst-Express Zulagenpauschale hättest du mir auch zustimmen können. Deswegen habe ich doch gefragt. Ich habe nochmal gefragt. Wenn du gesagt hättest, du arbeitest nicht unter 15 Subs, hätte ich auch nicht für 5 gearbeitet. Ganz klar. Aber ja, wenn, ja, siehst ja, du, ja, dann wärst du mir ja in den Rücken gefallen. Nein? Ich habe doch extra gefragt, arbeitest du unter der Pauschale? Dann hast du gesagt, ja, mache ich jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auch unter der Pauschale zu arbeiten. Aber wenn du da gesagt hättest, nein, ich arbeite nicht unter der Pauschale, hätte ich auch nicht unter der Pauschale gearbeitet. Ach so. Ja, also wer ist hier wem in den Rücken gefallen? Klasse Verräter, du. Nee, aber dann hättest du ganz normal die 10 bekommen, weil das wäre schon deine Pauschale, also die Zulagenpauschale. Und du hättest 15 bekommen. Ja. Richtig, wäre doch gut gewesen. Hätten wir durchboxen müssen. Ja, genau. So, Chat, wir müssen gleich aber auf jeden Fall noch einmal rüber dann den Kaktusklicker, weil ich muss testen, ob alles vorher auch ordentlich ist und funktioniert, bevor wir das dann gleich Max präsentieren. Schon geil. Ich dachte, das ist erst morgen fertig. Ey, ich habe ja einen Teil schon fertig gehabt.
Ach, du hast hier unten schon Kisten gebaut? Ja, aber die darf ich nicht benutzen. Ist das bei Romatra da, in der Ecke? Wo du bist? Ja, bei der GHG-Crew, ja. Der GHG-Crew. Warum hast du es jetzt so betont? Muss ich mir Sorgen machen? Nee. Okay. Warum? Nee, nur so. Ich habe aber auch keine Hose an, ne? Okay. Also ich bin Freischwinger gerade. Gut. Hört dich das? Nee, das passt. Das ist okay, super, nice. Da kenne ich dich schneller. Ja, perfekt. Ach, jetzt muss ich nochmal los. Ey, bist du sogar auf dem Weg zu uns? Wollen wir einmal zu dritt nebeneinander fahren? Hallo? Romatra? Sebo?